Da steht schwanger. Oh mein Gott. Ey, ich hab's dir gesagt. So, mir reicht das jetzt erstmal. Was? Die ist schwanger. Mama, Leute, ich bin Leontin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin heute einfach hier gerade bei Rossmann. Ganz zufällig habe ich Marvin und seine Freundin da getroffen. Ich gucke, ist das ein Schwangerschaftstest? Was? Ja gut, dann lass jetzt mal kurz die Kochen. Jetzt erstmal müssen wir mal gucken, ob der, das ist der ja auch gar nicht. Passiv oder wie das auch immer heißt. So, ich würde sagen, lass uns den Schwangerschaftstest mal gleich bei dir zu Hause. Was? Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, dann fahren wir jetzt mal erstmal los. Ey Leute, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich erstmal hier mit meinem Laufrad hinterherkomme. So Leute, ich bin jetzt erstmal hier schneller als Marvin. Ey, das ist auch richtig gut. Ich bin hier mit meinem Laufrad richtig schnell gefahren. Und der hat hier nämlich hier gar nicht mehr sein Auto geparkt. Und Meister Leontine hat natürlich einen Schlüssel. Ich gehe jetzt erstmal in die Wohnung rein und verstecke mich erstmal und gucke, wann sie kommen. Ich gehe jetzt erstmal hier rein, ganz schnell nach oben. So, und wenn die jetzt schwanger ist, dann ist auch Feierabend. Ich bin dann richtig sauer. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hoch, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich mache jetzt mal hier die Tür auf. Ich stelle mich jetzt erstmal hier im Wohnzimmer unterm Tisch. So Leute, ich warte schon seit einer halben Stunde, ey. Es tut alles weh, ey. Ey, das Blut vom Kopf ist schon bis zu den Füßen gelaufen, ey. Leute, ich gehe jetzt erstmal hier aus dem Tisch raus. Dann warte ich erstmal, bis sie kommen. Was? Ja, denke ich schon, oder? Ich hab Panik. Ja, ich auch. Wie funktioniert das? Lass mal kurz hier hinsetzen. Ja, komm. Wir lesen mal durch. Ja, lass mal kurz hier hinsetzen, ey. Ach, Atmungsverlage. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch, Zettel, ja. Sind wir schon mal gemacht, nie, oder? Nein. Schwangerschaftstest. Ja. Durch. Da steht. Ich mach das mal auf. Man muss auf jeden Fall draufpinkeln. Ja? Ja. Zeig mal. Tatsächlich. Ja. Da steht. Dann geh erstmal ins Badezimmer auf Toilette und mach die mal kurz, ne? Okay. Ey Leute, ich glaube, die sind jetzt in meinem Badezimmer. Mach jetzt erstmal den Test. So, dann geh erstmal auf Toilette, ne? Ja, mach jetzt erstmal gerade den Test. Ja, mach ich. Mein Gott. Ey, Mann. Ich weiß auch echt nicht, wie das passieren konnte. Oh. Scheiße, ey. Oh, wie sieht's aus? Ich kann nicht mehr warten. Wir müssen kurz warten, das dauert ein bisschen. Wir müssen 2 Minuten warten. Ja, lass doch mal wieder ins Wohnzimmer hinsetzen, oder? Nein. Ja. Oh. Ich sag's dir ehrlich. Das sind die 2 längsten Minuten meines Lebens. Meine auch, ey. Was machen wir, wenn du schwanger bist? Keine Ahnung. Das wäre echt richtig schlimm. Ich hab Angst. Ja, zeig dir schon was an? Nee, ich werde es mir noch warten müssen. Boah, ey, das dauert jetzt ja Ewigkeiten, dieses blöde Ding, ey. Ich kann nicht sitzen bleiben. Wollen wir mal kurz einfach ins Schlafzimmer gehen, so lange? Kommen wir gleich mal wieder. Mensch, ey, lass mal was trinken. Erstmal eine Cola oder so für mich? Ja, bitte. Ey, wenn die schwanger ist, dann werde ich aber richtig sauer. Ich gehe jetzt erstmal ganz schnell wieder unter dich. Die kommen jetzt wieder. Wir müssen hier immer noch warten. Sag dir ehrlich. Wie lange dauert das denn? Ich sag dir ehrlich, Leontin habe ich auch heute wieder 3-mal angerufen. Der geht mir so oft den Sack den ganzen Tag. Ja, so. Versteht er nicht, dass du auch mal bei mir sein möchtest? Ja, ich weiß auch nicht, was er hat. Oh, ich glaube, es ist jetzt soweit. Und? Guck dir das mal an. Da steht schwanger. Oh mein Gott. Ey, ich hab's dir gesagt. Ey, ich sag dir ehrlich, ich weiß gar nicht, was passieren konnte. Wir haben doch immer. Ich hab ja noch immer die Gummis genommen. Immer? Ja? Ich glaube, das liegt an mir. Ich hab in die Luftballonslöcher reingemacht. Scheiße, sag ich. Was machen wir jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Wir müssen ja erstmal jetzt zum Arzt fahren, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht ist es ja dann gar nicht so. Vielleicht ist es ja falsch. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Würde ich sagen, komm, fahren wir da jetzt erstmal hin und dann
Okay. Da gucken wir erstmal weiter, ne? Okay. Schaffen wir auf jeden Fall. Schaffen wir es, du kommst mit mir. Oh, scheiße, ey. Komm, wir müssen jetzt erstmal los. So, lass mal jetzt losfahren. Ey, Leute, die sind jetzt auch bald weg. Das ist echt eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die ist einfach schwanger. Echt, also... Das ist echt eine Katastrophe. Ich würde mal sagen, ich weiß jetzt mal, bis die Video kommen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, die kommen wieder. Wieder auf mein Platz. Ey, das ist so schlimm. Einfach ein Junge und ein Mädchen, einfach Zwillinge. Warum zwei? Zwei auf einmal. Ich weiß auch nicht, ey. Ich sag dir ganz ehrlich. Ey, ich würde sagen, lass uns jetzt erstmal ins Babygeschäft fahren, ein paar Sachen kaufen, oder? Dann kommen wir später nochmal wieder her. Können wir auch hier alles einrichten, wenn wir die Sachen alle gekauft haben. Okay. Lass uns mal bleibt jetzt ja nichts anderes übrig. Ja, komm, gehen. Ey, Leute, ich fahre jetzt den jetzt mal erstmal hinterher mit meinem Laufrad und guck jetzt erstmal, wo die hinwollen. Entweder zum Babygeschäft oder irgendwo anders. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Ey, Leute, ich bin denen jetzt erstmal gefolgt. Ey, Leute, da vorne sind die. Mal gucken, wo die hinwollen. Die steigen da gerade aus. Und wir sind hier gerade bei Babyborn. Ey, das kann einfach nicht sein, dass die jetzt schwanger sind. Gehen da jetzt einfach in Babyborn rein. Leute, schaut mal, das sind die einfach. Was, ja, Leute? Ja. Mein Gott. Ja, die gehen da vor. Was? Blau und rosa? Ich weiß nicht, ich hätte eigentlich auch lieber zwei Jungs, sag ich dir ganz ehrlich. Ich möchte aber auch Mädchen. Wir das auch noch mit. Ja. Was? Man sieht auch mal, dass sie ein bisschen dick ist. Das ist für ein Junge. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Ja. Was? Was? Sollen wir das Zimmer auch noch einmal? Mein Gott. Scheiße. Ich will kein Baby hier umziehen. Ey, Leute, die wollen mich doch alle verarschen. Jetzt nimmt die Alte jetzt erstmal meinen Freund da weg. Und jetzt ist die erstmal noch schwanger. Die wollen mich doch jetzt alle verarschen. Ich werde so langsam krank. Und was nur aus noch zwei Kinder, ey. Marvin ist da viel zu jung für. Der muss sich doch um mich kümmern. Guck dir mal meine Zahnlücken an. Ich bin doch auch noch 5 Jahre alt. Da muss ich doch mal um mich kümmern. Ich guck jetzt erstmal weiter und guck, was die machen. Die holen jetzt einfach noch so ein Ding, das Kinderding. Wir nehmen die beiden mit, aber wir können die an der Kasse die ausstellen und geben die uns. Weiß aber auch nicht, aber lass die beiden auf den Boden nehmen. Was? Ja. Ich mache jetzt erstmal einen Test und guck, was Marvin gerade macht. Ich rufe den jetzt erstmal an, dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo? Ey, Marvin? Ja, hallo? Was machst du eigentlich gerade so? Nichts, ich bin zu Hause. Weißt du, ich muss mich ein bisschen entspannen, ich bin ja noch krank gewesen, so vom letzten Mal. Ja, wie geht's eigentlich deiner Freundin? Ach du, weiß nicht, wir haben auch jetzt lange uns noch nicht mehr gesehen, wir haben auch gar keinen Kontakt und so. Ja, ja. Ja. Kann man mal hier gucken hier? Was? Die ist doch... Ja. Was mit dem Wagen? Nichts, ich rede nicht mit dem Wagen. Ich meine, einen Wagen muss ich morgen kaufen, mein Auto ist in der Werkstatt. Aha. Ja. Was? Marvin, warum ist deine Frau im Hintergrund? Nein, nein, das ist meine Mutter nur kurz gewesen. Aha, okay. Ja, du, Leonchen, ich muss jetzt auch Schluss machen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wenn ich gesund bin, ne? Ja, ja. Okay. Ja, ciao. Ciao, mach's gut. Leute, Marvin hat mich einfach angelogen. Wie geht das? Seine Freundin ist genau neben ihm. Wie war das denn gerade? Ach, das ist aber sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ey Leute, ich bin jetzt erstmal hier gerade wieder bei ihrer Wohnung und die tragen mich gerade jetzt an. Was? Alle brauchen, auch noch den, für zwei. Den Kinderwagen haben wir. Oh mein Gott. Du hast dich, lass jetzt erstmal alles hochtragen, ja. Ey. Oh, ist das schwer. Oh mein Gott. Ehrlich, das so wird echt. Ja, total. Jetzt schon. Hier haben wir schon die ganzen Sachen. Ja. Komm, lass uns hier erstmal alles mal eben hier hinstellen. Oh mein Gott. Hier müssen wir auch gleich erstmal oben das Kinderzimmer noch einrichten, ja? Scheiße. Lass mal hier, oben haben wir ja auch noch genug. Das ist halt, ey, wir müssen so viel laufen. Ey Leute, was ist das denn? Die haben einfach schon zwei Kinderwagen für zwei Babys gekauft. Ey, ich drehe hier noch durch. Ich will kein Baby Leontin, ey. Ey Leute, die tragen hier schon gerade die ganze Zeit alles hoch. Die ganze Bude ist schon voll. Ich weiß endlich, was ich machen soll. Ich gehe jetzt mal gleich hoch und beobachte die da oben, wie weit die schon aufgebaut haben. Leute, ich gehe da jetzt erstmal rein und belausche die. Boah, ich habe jetzt hier die ganze Küche schon mal aufgebaut für dich. Ja, sehr gut. Ey, ich habe so lange gebraucht jetzt die ganze Zeit. Aber sieht richtig schön aus. Ja, die ist wirklich schön. Also Kinder dürfen kein Spielzeug kriegen, nur ich.
Dann müssen wir dann gucken, das Mädchen zu machen, da auf die Handwerker und alles schon eingeht. Ey, wir sind auf ganze Taschen dabei. Was? Letztes Stück noch einräumen, komm, Kissen, dass ich nicht reinkam. Ja, aber das Mädchen schon mal fertig gemacht, müssen wir nur gucken. Denk dran, ich darf nicht so schnell heben. Ja, stimmt. Richtig. Ich muss mal gucken, dass das Jungszimmer dann auch noch fertig wird. Müssen wir mal gucken. Wir schaffen es. Ja, ja. Ganz toll. Hallo, ich schreibe alles weg hier. Ich kann mich nicht so aussehen. Ich werde mich auf jeden Fall freuen. Wir schaffen das. Ja. Mir ist auch schon wieder total schlecht. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Ja, leg dich mal hin, komm. Geht's oder was? Ja, es geht. Ja, leg dich erstmal hin. Hey Leute, was ist das denn? Ja, natürlich. Ich schreibe einfach alles auf. Auf und da trink jetzt mal einen Schluck Wasser, ne? Was mein Gott. Oh, was ist das denn? Das ist ja echt schlimm, wenn es hier alles so aufregend. Ja. Oh Mann, ey, wir müssen ja nur noch das Zimmer für den Jungen auf jeden Fall fertig machen, ne? Ja, das schaffen wir. Aber das schaffen wir jetzt echt nicht mehr. Wir haben jetzt wirklich die ganze Zeit, die ganzen Leute waren alle hier. Ja. Gebärchen, was trinken, weißt du? Haben wir alles mit aufgebaut. Das erste Mal haben wir schon mal fertig, schon mal viel wert, ne? Ja. Scheiße. So. Ich würde sagen, oh Mann, ey, was sollen wir jetzt noch machen? Lass mal erstmal ein bisschen gucken, oder? Ja. So, mir reicht das jetzt erstmal, was? Und wie, die ist schwanger, du, keine Ahnung, du bist 24. Ey, du weißt doch, wir haben Probleme hier gehabt, weißt du? Wie, du hast Probleme gehabt? Ja, wir haben hier Probleme. Was ist das denn? Ja, wir bauen jetzt hier gerade, weißt du? Wir haben hier das Babybett schon mal gebaut für sie. Stimmt. Weißt du, wir müssen doch erstmal gucken, wie wir das erstmal ihr Leben bringen. Die ganze Aufregung weißt du, ist nicht gut für mich. Genau. Was ist das denn? Ja, und sie ist jetzt auch gerade 18, weißt du, sie ist auch gerade jetzt noch mitten in der Ausbildung. Die ist 18? Ja, das ist... Warten, du bist 45! Ja, jetzt hör mal auf jetzt hier, weißt du, wir sind jetzt gerade dabei, hier ist es alles ein bisschen gerade blöd gelaufen. Das weiß auch nicht, wie das, wir wissen auch nicht, wie das passieren konnte. Stimmt, Leute, ich bin in die Luftballonsflasche reingegangen. Was hast du gemacht? Nix. Wie bitte? Gar nix. Nichts. Ey, oh, geht's? Mein Kreislauf. Aber mit mir machst du gar nichts mehr, mit der hast du ein Kind. Nicht eins, zwei. Wie, zwei? Ja. Marvin, ruf einen Krankenwagen. Ja, okay, jetzt lass uns mal. Sie muss jetzt erstmal. Hol jetzt erstmal. Wie? Mann, die hat ein Kind! Nein, zwei! Mir ist aber gerade total schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Geh mal weg. Was ist das denn? Ey, jetzt geh mal schnell, helf mir mal. Geh mal. Nee, bist du blöd? Mann, oh, mir geht's total schlecht. Geh, ey. Geh weg! Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Mir geht's auch total schlecht gerade, weißt du? Geht's? Oh mein Gott. Mir ist so schlecht. Ja. Hast du damit was zu tun? Vielleicht habe ich Löcher reingemacht. Leontin, du wärst Opa. So. Ich werde Opa. Ja, Opa. Ey Leute, ich würde sagen, wie gesagt, der Schwangerschaftstest ist, wir haben auch schon die Bilder und alles bekommen. Könnt ihr jetzt auch hier mal sehen, ne? Das ist alles jetzt, ja. Geht's wieder? Du kannst sonst auch kommen, wenn du möchtest. Jetzt geht's besser. Ist wieder besser? Ja. Guck mal her. Danke, dass du da bist. Ja, ja. Der Drache da, der hilft ja nicht. Ich bin Opa geworden. Ja, siehst, sieht man doch. Raus, wir müssen jetzt alleine bleiben. Raus. Aber raus. Warte. Nein, raus. Noch eine Sache. Du weißt, was jetzt kommt. Ist doch okay. Ich dreh mich schon mal hin. Dreh dich schon mal um und halt schon mal hin. Tschüss. Nicht auf die linke, die tut weh. Schatz, kannst du mal kurz kommen? Ja, wir kommen schon. Was ist denn? Der ist total schlecht. Mir geht's irgendwie nicht gut. Scheiße, wenn wir ins Krankenhaus fahren. Ja. Scheiße. Mein Kreislauf sagt total ab. Ja, dann müssen wir jetzt ganz schnell. Du musst mir helfen. Ja, komm schnell. Ich kann nicht aufstehen. Hier, nimm mal eben, Leontin. Wir müssen jetzt los ins Krankenhaus. Wie? Kommst du auch mit? Ja. Komm. Muss der mit? Ja, dann komm schnell mit. Steig ein. Ja. Fahren jetzt erstmal ins Krankenhaus, Leute. Mann, das sind zwei Sitzer. Ruhe jetzt. Aber ich muss mitkommen. Nein, du musst nicht mitkommen. Du bleibst jetzt da. Leute, ich fahre jetzt mal hier mit einem Dreirad hinterher. Also mit einem kaputten Reifen. So, Leute. Wir sind jetzt angekommen im Krankenhaus. Oh mein Gott. Hier. Scheiße, ich hoffe echt, dass es nicht so schlimm wird. Hey Leute, der bringt die jetzt erstmal ins Krankenhaus. Ich glaube, die Zwillinge kommen auch gleich. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich werde Opa. Früher war ich noch auf dem geraden Weg und jetzt auf dem schweren. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Da bin ich jetzt wieder. Die Kinder kommen jetzt gleich, ne? Let's go, die behalten sie jetzt da. Lass jetzt mal beide losfahren, ne? Let's go, wir fahren jetzt. Hast du abschließend was zu sagen? Ich wünsche den Kindern viel Glück. Okay. So Leute, das Ganze ist ein Prank gewesen, neben dem weiß es alles. Ich habe mir richtig Hops genommen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenloses Abo, gönnt euch den Burger Pommes Merch und ciao, ciao.